Die News der Neipetsch Media, präsentiert von der Konaa. Konaa, die kolumbianische Nachrichtenagentur. Es ist ein Skandal, unglaublich, aber es ist wahr. Lebensmittel bei deutschem Einzelhandel gefunden. Die Staatsanwalt Essen teilte nun vorläufige Untersuchungsergebnisse ihrer bundesweiten Fahndung mit. Dass es sich bei einem deutschen Einzelhändler bei den sichergestellten Dingen tatsächlich um Lebensmittel handelt. Zur Erklärung: Lebensmittel sind sogenannte chemische Energieträger, die sich zur Energieversorgung des menschlichen Organismus eignen. Sie werden in verschiedensten Darreichungsformen im Handel angeboten. Viele kennen sie nur als Fertiggericht, wo auf der Verpackung die Inhaltsstoffe viel zu klein aufgedruckt sind, dass man sie erkennen könnte. Aber der Verbraucher dieser günstigen Alternative zu einem richtigen Essen liest meist nicht gern, wenn der Hersteller nicht vom Gesetzgeber gezwungen wäre, die Zutaten anzugeben, könne er sich das Ganze auch sparen. Denen ist es egal. Hauptsache billig und satt. Dass Lebensmittel auch aus frischen Dingen hergestellt werden können, oder sie auch roh verzehrt werden können, wie zum Beispiel Obst und Gemüse, ist vielen Menschen mittlerweile unbekannt. Wir von der Kona bleiben dran und berichten Ihnen aktuell, sobald neue Lebensmittel gefunden wurden. Übrigens, Satire ist Lebensmittel für den Geist. In diesem Sinne, bis zur nächsten Kurzmeldung, euer Franz Zehnbier. Im Auftrag der Neipetsch Media.